Guten Tag, ich möchte mal zeigen, wie man einen ASUS-Router am einfachsten einrichtet. Zuerst solltest du meine Anleitung lesen, um den Router richtig angeschlossen zu haben und ihn mit deinem bisherigen Internetrouter verbunden zu haben. Danach verbindest du dich mit dem von ASUS freigegebenen ASUS WLAN-Netzwerk. Gleich automatisch danach sollte ein Einrichtungsassistent aufgehen. In diesen legst du als erster den Benutzer für die Konfiguration des ASUS-Routers fest. Merk dir diese Daten. Im nächsten Schritt legst du den Namen des neuen WLAN-Netzwerkes fest und ein Passwort. Ich verwende in meinem Beispiel einfach VPN. Und ein sehr einfaches Passwort. Du kannst sie aber frei wählen. Im nächsten Schritt sehen wir eine kurze Übersicht und diese Übersicht verschwindet, weil der Router normalerweise selbst neu gestartet wird. Er wartet nun darauf, dass du dich mit dem neuen benannten Netzwerk, in meinem Fall VPN, verbindest. Hier ist das VPN-Netzwerk. Wenn ich mich verbinde, kommt auch eine Passwortaufforderung. In dieser Passwortaufforderung gibst du dein Passwort, das du für das WLAN-Netzwerk eingegeben hast, erneut ein. Anschließend bist du mit dem Netzwerk verbunden und kannst nun im Browser die Konfiguration beginnen. Dies passiert darüber, dass du entweder router.asus.com im Browser eingibst oder die IP-Adresse des Routers, die ich unten eingeblendet habe. Im Normalfall ist es die zweite IP-Adresse, in meinem Fall ist es die erste. Danach meldet man sich mit seinem Benutzer, den wir anfangs angegeben haben, an und sieht bereits die ASUS-Konfigurationsübersicht. Im oberen Fenster sieht man, dass wir bereits Internet verbunden sind. Das bedeutet, wir können das auch überprüfen, indem wir eine Webseite, eine beliebige, öffnen. Es funktioniert, das bedeutet, wir haben Internetzugang über den ASUS-Router. Nun beginnen wir mit ganz einfachen Konfigurationen, die die Privatsphäre, aber auch die Schnelligkeit des Routers verbessern. Das erste ist der DNS-Server. Trage hier manuell andere DNS-Server ein. Du kannst im Prinzip jeden freien DNS-Server verwenden. Ich verwende die DNS-Server wie angegeben. Du kannst diese auch verwenden. Im nächsten Schritt möchte ich noch etwas optimieren, das es nicht auf allen Routern gibt. Es nennt sich NAT-Beschleunigung und es benötigt relativ viele Ressourcen des Routers und verlangsamt damit die Geschwindigkeit. Deswegen deaktiviere ich diese. Diese Option hat nicht jeder Router. Falls du diese Option nicht hast, macht es nichts. Der Router ist im Prinzip nun fertig konfiguriert und startet neu. Falls du diese Option nicht hast, kannst du den Router auch selber neu starten, indem dass du oben auf Neustart klickst.
das war es eigentlich schon mit der gesamten Konfiguration und du kannst im nächsten Schritt damit beginnen, deinen VPN-Service einzurichten. Wie das geht, verraten dir meine Anleitungen, die auch auf meiner Webseite verlinkt sind. Für Fragen oder bei Problemen schreib mir einfach. Ich helfe dir jederzeit gerne.